Hallo und herzlich willkommen bei Lego City Undercover. Ja, jetzt machen wir eine Spritztour mit dem Motorrad. Und das kann nur lustig werden. Weil mit Motorrädern fahre ich nicht so gerne. So gar nicht einfach. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Was ich hier mache. Einfach. Halt! So. Mit Motorrädern fahre ich echt nicht gerne, weil, weiß ich nicht, ich mag Motorräder nicht so. Autos sind viel geiler. Hui! Bam! Auf den Boden geklatscht einfach. Warum ich hin? So. Zack. 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 Die Musik finde ich nicht schlecht, ist gut. So, machen wir dann. Halt! Warum nicht schaffe ich das auch? Wäre blöd, wenn ich das nicht schaffen würde. Das geht ja eigentlich. Müsste machbar sein. Ah, das müsste locker machbar sein. So. Ich gehe ja noch hin. Sag mal. Gehund, Junge! Das ging ja flott. Mann! Und es ist noch alles dran. Wie abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Yeah. Was? Wer findet versteckte Zeitläufe in Lego City? Alter, diese Karre, krass. So, dann fahren wir den mal dahin, wo er hin muss. So. Zack. Ein geiler, pornöser Transporter einfach. Nee, nee. So, dann fahre ich den mal. Dann fahre ich die mal dahin, wo er hin muss. Mal sehen, wo wir hin müssen. Kann ja nicht so weit weg sein. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ein LKW mit Nitro? Krasser Scheiß. Das ist schon krass, ne? So ein LKW mit Nitro einfach. Ist schon geil. Benz. Benz. Benz! Oh. Ups. Das ist ja nicht so schön hier. Der sieht ja nicht mehr so gut aus.
Alter, wie lange muss ich denn noch fahren hier? Nehme ich mal die Abkürzung hier. So. Mal sehen, was ich jetzt noch machen muss. Ihr werdet schon bald wieder von Modeluca hören. Die Strafe sitze ich doch auf einer Backe ab. Bei meinem Sitzfleisch. Hier der Papierkram. Modeluca werden wir wohl frühestens in 8 Jahren wiedersehen. Die Strafzettel machen es möglich. Und wieder einen eingebuchtet. Damit geht meine 36-jährige Karriere zu Ende. Ohne einen einzigen Fleck auf der Weste. Hey Pat, ich bin hier, um Modeluca abzuholen. Alter, wie ekelhaft. Hey, alles klar da hinten, Mr. DeLuca? Mit dir quatsche ich nicht. Halt die Luft an und mach deinen Job. Wie Sie wollen, aber ich arbeite nicht fürs Gefängnis. Wir könnten also gern woanders hinfahren. Was? Junge, ich wusste doch, auf wen ihr es Verlass. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuang, aber ich habe die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten, deshalb die Nummer hier. Haha, Mut hast du jedenfalls, Chase. Ziederstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. Wie war? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Das war eine solide 7 auf der Verfolgungsjagdskala. Nicht schlecht, Kleiner. Ich kann's halt, ne? Muss nur ein bisschen aufpassen hier. Mir ist schon klar, warum Chan dich angestellt hat. Bist ein guter Fahrer. Ja, bin ich auch, aber... Wie mich Jimmy Sperlex damals im Koffer Alter. Die Grenze gebracht hat, die guten alten Zeiten. Bams. Hui. Bams. Jetzt fahr ich mal hier durch. Dass sie mich wegen ein paar Knöllchen 8 Jahre lang wegsperren wollten. Au. Da hätte ich mir auch einen Anwalt nehmen können, anstatt mich selbst zu verteidigen. Und so. Ja, ich habe den Richter beschimpft. Aber 8 Jahre? Wir sind bald da. So. Also, willst du wirklich zu Vinnys Truppe überlaufen? Ja. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Zwischen uns beiden ist ja alles klar. Aber für Vinny bist du noch ein Niemand. Du wirst etwas ganz Ausgefallenes für ihn erledigen müssen, damit er dir vertraut. Was auch immer es ist, Mr. DeLuca. Der sitzt da so fröhlich hinten drin einfach. So. Da sind wir schon. Danke. Mo, bist du abgehauen? Haben uns gerade überlegt, wie wir dich dafür Winnie raushauen könnten. Tja, der Kleine hier war schneller. Lass den Transporter verschwinden. Danke, Chase. Ich melde mich bei dir. Der Transporter sieht ja gesund aus. Ich wurde gerade voll überfahren. Geil. Ach nee, das war ich gar nicht, oder? Nee. Wollte schon sagen, ich wurde überfahren. Der sah aus wie ich. Naja. So, jetzt haben wir noch eine Nachricht. Um Gamebook. Hey, ja, hier wird man nicht. Ich weiß jetzt, wie du Vinnys Vertrauen gewinnen kannst. Das ging ja fix. Ich bin ganz Ohr. Mein Schwager arbeitet am Flughafen. Er meinte, sie hätten gerade so eine Ladung Hightech-Dinger von einer Sicherheitsfirma reingekriegt. Bin mir ganz sicher, dass Vinny die Teile liebend gerne in die Finger kriegen würde. Und wie soll ich an die Dinger rankommen? Normalerweise mische ich bei diesen Geschichten nicht selbst mit. Aber ich schulde dir wirklich was. Für die Sache beim Gericht. Ich werde dir also dieses eine Mal helfen. Triff mich auf dem Parkplatz südlich vom Flughafen. Bin schon unterwegs.
So, dann fahren wir mal dahin. Kann ja gesund werden. Ich brauche mal eine Karre. Aber kein Taxi, wenn es geht. Ja. Ja, gut. Der geht auch noch, die Karre geht auch noch hin. Halt! So. Dann drehen wir mal um, fahren mal dahin und dann. Kann dann hier so. Auch von der Geschwindigkeit her geht das noch, das Auto hier. Der geht ja gut ab hier. Man will immer alles kaputt machen, das ist so schlimm. So schlimm einfach. Das sieht wieder halbwegs nichts hier. Den Fernseher, der ist nämlich im Arsch. Habe ich ja nicht auch schon 3-4 Mal erwähnt, dass man Fernseher im Arsch ist. Und ich manchmal da nichts. Nicht viel sehe. Aber muss ich durch, ne? Ach, Mann. Ah, jetzt kommt eine Fahr... Muss ich fahren, ne? Mission? Also, so fahrtechnisch ein bisschen. Ich brauch auch nicht so lange. Hey, Chase! Wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich. Gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Keine Sorge, bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow, das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Auto. Den muss ich stoppen. Gut, und jetzt gib Gas. Ja, Alter. Boah, ey. Ja, die Mission, die muss ich auch ein paar Mal machen, weil ich muss den nämlich kaputt machen, oder? Ja, komm schon. Na, ja, komm schon, Mann. Was machst du denn da? Na komm. Bam! Bam! Ich hau ab! War sowieso an der Zeit, mal über einen anderen Job nachzudenken. Du tust mir also einen Gefallen. Ich war ja fast schon betriebsblind. Nicht schlecht, Chase. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Ja. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Zurück, ja? Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt. Mal schauen. Solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt Alter. Hat, den du von John geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht. Ich bin beeindruckt. Ist wieder lustig hier. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden. Aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Ja, kann ja auch lustig werden mit den ganzen Verfolgern. Ja, mal sehen, wann ich hier. Das wird ja alle. Das Ding, das schert so aus. Das ist immer. Das ganze Skeletten hier. Wenn man nur gerade ausfahren muss, geht er da noch. Alter, wie viele Bullen hier rumeiern, das ist ja krass. Krasser Scheiß einfach. So. Alter, leckt mich doch am Arsch, Mann. Alter, wie ich die wegpfeffer einfach. Eieiei. Ist ja unnormal hier. Bam, Alter. Wo ist denn das?
Ach so, was ist hier drin? Wer sagt das doch? Weil sie hängen 10.000 Bullen rum, weißt du, diese können sie ihn ja schnappen, weißt du, und da hält er erstmal an, natürlich. Ja, wenn das nicht allzu lange dauert, ne, brauche ich es ja nicht schneiden, aber mal schauen. Vinny Papalardo war der Chef der größten Gang in Lego City und jetzt wollte er mich sehen. Sein Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Paulie Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Danke, Pete. Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal, hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal. Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Der spoilert erstmal. Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich dann raus jetzt, du kleine Laster ab. Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Fahrtwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja... Wenn ich schon mal hier bin? Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Jesse. Ja, da sind wir. Und ja, jetzt haben wir hier eine Ladesequenz. Die werde ich aber wieder überspringen und melde mich dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ging ja noch. Freigeschaltet, Farbwache. Ui, schön. So. Ah, da kann man noch was kaputt machen und was aufbauen und so. Ich habe etwas Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. In der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, ja, schon klar. Danke, Ellie. Den Abwasserkanal, also so durch Scheiße wühlen einfach. Ich muss mich einfach durch Scheiße wühlen. Nettes Auto, Junge. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Hui. Bam! Dann fahren wir mal dahin. Ein Abwasserkanal? Ja. Das wird ja eine lustige Angelegenheit. Aber wenn er kacken muss, braucht er bloß laufen lassen. Oder wenn er kacken oder pissen muss, der braucht sich kein Klo suchen. Einfach laufen lassen. Das geht dann schon. Das ist schon praktisch. Zwar ekelhaft, aber praktisch. Ich hoffe, denen geht's gut. Ja, ja, ja.
Bam. Och. Du kriegst doch keinen Ärger, Mensch. Bam. Bam. 20.000 Steine haben wir wieder. Schön. Das kann sie doch wieder sehen lassen. So. Da ist die Bank und da ist ein Einstiegsloge. Okay. Alter, muss ich jetzt wirklich da rein? Das ist ja... Alter. Das ist ja ekelhaft! So, bevor wir da reingehen, werde ich dann erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Es wird ein kleiner, wird ein kürzerer Part, aber na gut. Ich hoffe, es ist okay. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.